Schönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zur dritten Ausgabe von der SJS Concerto Session. Heute Abend hört ihr vier Vorträge, Kompositionen von verschiedenen Komponisten und Arrangeuren. Vorträge von der Rita Wenck, Gérald Breton, Loris Hofer und Jonas Paul. Was wir hier für euch veranstalten, ist eine besondere Gegebenheit, die sich aus der Covid-19-Geschichte heraus ergeben hat. Für die, die noch nie bei uns zu Gast waren, wir versuchen hier mit Hilfe von Technologie Leute zusammenzubringen, die örtlich voneinander getrennt sind und trotzdem Musik machen miteinander, als würden sie nebeneinander stehen. Heute oben ganz besonders haben wir eine grössere Distanz zwischen den Pfeifern als auch schon. Wir haben den Jonas Paul, der in Schachen bei Herisau ca. 170 km entfernt ist von den Mitmusikern, die in Allschwil und Basel stationiert sind. Die hören von Ihnen gerade zum Anfang der dritte Vers, komponiert von Christoph Walliser. Auch hier drei ganz gewöhnliche Basel-Piccoli und ein Bass-Piccolo dazu. Es ist ein feines Märschli zum Schwelgen. Und die eine oder andere Moll-Sequenz wird sicher nicht fehlen. Viel Vergnügen mit dem Gérald, der Rita, dem Jonas und dem Loris mit der dritten Vers. Achtung, dritte Vers. Fatz. Thank you.
vielen herzlichen Dank. Rita, Gerald, Maurice und Jonas mit dem Vortrag der Drittvers. Die werden als nächstes, als zweites von diesen vier Vorträgen, der Albi hören. Komponiert 1722. Ein Stück, wo der Arrangeur, wo das für Basler Piccolo arrangiert hat, im Radio gehört hat, als er unterwegs war, im Auto, und das Gefühl hatte, das ist es, das gefällt mir so gut, aus dem muss ich etwas machen. Er ist zu oben hergehockt und hat ein Arrangement auf Papier gebracht. Arrangiert hat das Stück der Albi, komponiert von Tommaso Albinoni, der Gerald Preto. Die hören ihn auf dem Bass Piccolo und zusammen mit dem Loris und dem Jonas. Der Albi. Viel Vergnügen. Albi. Eins, zwei.
herzlichen Dank, Gerald, Loris, Jonas. Mit dem Albi komponiert 1722, arrangiert vom Gerald Breto 2017. Und das war eine Weltdurchführung. Die gehört unausweichlich von Dani Kreder. Eine Weltdurchführung, komponiert 2019. Und es ist etwas, was er geschrieben hat, in Andenken an seinen kurz vorher verstorbenen Vater. Und es ist auch eine Erinnerung, die sich im Stück widerspiegelt an seine Jugend, wo er als Pinkies an der Fasnacht zu Basel war. Die gehört unausweichlich gespielt von der Rita, vom Jonas, vom Loris und vom Gerald. Viel Vergnügen. Thank you.
herzlichen Dank. Ihr habt gehört, der Runus Weichlich, komponiert von Dani Kreder. Und gehört jetzt als nächstes der Husar. Der Husar ist geschrieben worden von Beri Bachelet für die Räppli-Serenade von der Harlekin-Klicke. Es ist ein rassiger Marsch und am besten schliessen die Augen und lasst das auf euch wirken. Viel Spass! Der Husar, komponiert von Beri Bachelet, Vortrag von der Rita, vom Gerald, vom Jonas und vom Loris. Thank you.
Vielen herzlichen Dank. Der Husar von Beri Bachelet, gespielt von der Rita Wenck, am Loris Hofer, am Jonas Paul und am Gerald Preto, der sich dafür eingesetzt hat, dass das hier funktioniert. Ganz herzlichen Dank auch hier am Gerald. Und an dieser Stelle möchte ich mich bedanken und verabschieden. Und es freut mich, wenn ihr im nächsten SJS Concerto Session Programm wieder dabei seid. Einen schönen Abend. Thank you.